Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ein herzliches Willkommen auch von mir. Es ist sehr schön, dass Sie schon die Vorstellung übernommen haben, der Diskutanten. Dann kann ich mir das hier ersparen. Herr Carstensen, entschuldigen Sie, dass wir den Bühnennebel jetzt nicht noch herbeigeschafft haben, wenn Sie denn schon den Nebel an sich mit hierher gebracht haben. Jetzt reicht das aber mit dem Nebel. Und nimmer gesagt, da kommt von Schleswig-Holstein. Also, mein lieber Herr Oberbürgermeister, das ist euer Nebel, den ihr hier habt. Und unseren behalten wir selbst und unsere lichtet sich schneller. Sehen Sie, und das ist gut, dass Sie das jetzt gesagt haben, denn ich habe gespürt, dass das irgendwie raus muss, damit wir jetzt auch inhaltlich diskutieren können. Nachnutzungen ist unser Thema, Zukunftsinvestitionen oder Milliardengrab. Jetzt, wo Herr Tiefensee nicht da ist, geht es also nicht um die Milliardengräber Ost, sondern um die Milliardengräber oder die möglichen Nord- oder Süd, sage ich jetzt mal. Sie haben Erfahrungen jeweils, vor allen Dingen als Ministerpräsidenten wahrscheinlich, mit den Nachnutzungsthemen. Und ich möchte am Anfang gerne schon noch mal drei grundsätzliche Fragen stellen, bevor wir uns vielleicht konkreten Beispielen widmen, die Sie vorstellen können, wo Sie sagen können, ähnlich wie der Oberbürgermeister von Dortmund, wie toll Sie das gemacht haben oder was vielleicht auch möglicherweise Schwierigkeiten waren. Und zwar denke ich, es ist schon noch mal wichtig, über die grundsätzliche Frage zu sprechen. Nachnutzung, wann eigentlich, warum eigentlich? Denn man kann sich ja vorstellen, dass so eine Nachnutzung unter Umständen teurer ist als ein Neubau und vor allen Dingen auch unter energetischen Gesichtspunkten, die wir heute alle immer einhalten wollen und müssen, gar nicht so einfach zu bewältigen. Also wann sollte man sagen, hier ist eine Nachnutzung sinnvoll, das wollen wir, was sind da so Kriterien? Also ich will erst einmal sagen, dass bei dieser Diskussion nicht alles, was gleich ist, gleich ist. Der Oberbürgermeister hat gesagt, wir haben Nebel in Schleswig-Holstein und hier auch Nebel, das ist nicht gleich. Der Oberbürgermeister hat gesagt, er hat mehr Leute in der Landwirtschaft arbeiten als unter der Erde, das haben wir in Schleswig-Holstein auch, ist auch nicht gleich. Er hat gesagt, dass er in einem Hafen stehen kann, wenn da kein Wasser drin ist, das können Sie in Husum zweimal am Tag, weil da Ebbe ist, auch nicht gleich. Und deswegen ist bei dieser Diskussion, und wir sind in Schleswig-Holstein außerordentlich betroffen, Rheinland-Pfalz seinerzeit nicht nur durch die Bundeswehrentwicklung, sondern auch durch den Abzug der Amerikaner und der auswärtigen Streitkräfte. Nicht jeder Ort ist gleich und nicht gleich zu behandeln. Wenn ich eine Konversion habe, wenn die Bundeswehr von Sylt abhaut, dann können Sie das natürlich nutzen. Was meinen Sie, was da los war, als die von Westerland wegging und wer alles den Flughafen dort haben wollte? Da mussten wir die Hand drauf halten und das ruhiger machen. Wenn die Bundeswehr aus Löwenstedt-Lund und Löwenstedt weggeht, dann wird es schon schwieriger. Und Bundeswehr weggehen von einem Flugplatz ist was anderes als aus einer Kaserne. Wenn Sie aus einem, was wollen Sie mit einer Infrastruktur machen, die Sie in Glücksburg haben? Flottenkommando, 30 Meter tief unter der Erde ist dort ein Bunker. Da können Sie jemanden suchen, der dort Pilze dort anbaut vielleicht, wenn Sie das umnutzen. Nein, ich glaube, es geht im Wesentlichen nicht immer, oder es geht nicht immer nur um die Infrastruktur, um die Immobilie, sondern es geht im Wesentlichen um die Menschen darum. Und wenn der Oberbürgermeister hier in Dortmund dafür sorgt, dass es hier zu einem Strukturwandel, zu einer Veränderung kommt, dann sagt er, ich muss was für die Menschen tun. Er hat es in einem Satz ja sehr schön gesagt, von 20% Arbeitslosigkeit auf 12% ist was Schönes. Und das ist das, was unser Ziel ist. Und die müssen wir im Blick haben. Und für die Menschen ist auch nachher die Infrastruktur da. Und dann geht es darum, wie können wir das nutzen und wer kann es nutzen? Und auch da gibt es Unterschiede. Ich habe Orte. Zu dem Wie würde ich gerne gleich noch kommen. Vielleicht springen wir an der Stelle mal ganz kurz zu Herrn Scharping. Ja. Nochmal mit dieser grundsätzlichen Frage. Ja, das kommt davon, wenn man einspringen muss. Dann hat man erstens keine Akten mit, das ist schön. Und zweitens kommt man dann aus dem Vollen raus. Also, ich freue mich sehr. Und wenn Sie mir erlauben, ab und zu einfach mal kurz die Bremse einzulegen und dann wieder zu starten, dann ist das völlig in Ordnung. Dann habe ich ja auch eine Rolle hier oben. Herr Scharping. Ich kenne ihn ja und schätze ihn auch und deswegen weiß ich, da muss ich erstmal ein bisschen austoben. Also zum ruhiger werden haben wir keine Zeit, dafür ist die Diskussionszeit zu kurz. Bei allen den Themen, denke ich, muss man sich bestimmte Fragen stellen. Passt das in die demografische Entwicklung? Kann ich neue Entwicklungen anstoßen, die wirtschaftlich vielversprechend sein können, hoffentlich? Kann ich das finanzieren? Wie komme ich in dem Konflikt zwischen zum Beispiel kommunaler Planungshoheit und bestimmten anderen Vorstellungen zur Rande. Und das führt dann wieder unmittelbar zum Geld. Ich will Ihnen das an einem Beispiel erzählen.
Stadt Zweibrücken, Abzug Amerikaner, Rheinland-Pfalz, 110.000 Arbeitsplätze innerhalb von 3 Jahren weg. 110.000 Arbeitsplätze. Die Stadt Zweibrücken wäre schlicht tot gewesen, ohne ihre Kasernen oder ohne eine entsprechende Nachnutzung. Was haben wir gemacht? Wir haben gesagt, okay, wir machen da eine Fachhochschule. Die übrigen Fachhochschulen in Rheinland-Pfalz, die haben geschäumt vor Wut, weil sie eine Gefahr für ihre Standorte gesehen haben. Aber der Wissenschaftsrat hatte zu dieser Zeit gesagt, 40% der Studienanfänger wollen wir an Fachhochschulen haben. Und wir haben gedacht, dann fangen wir damit mal an. Kriegslazarett der Amerikaner in Birkenfeld. Da fahren sie dann nach Washington und reden mit denen und sagen, okay, hier kommt auch eine Fachhochschule hin, Schwerpunkt Umwelttechnologien. Unter der Voraussetzung, dass wir zusagen mussten 1992, falls sie das als Kriegslazarett noch brauchen würden, dann sind wir binnen 4 Wochen raus und haben das komplett in den alten Zustand zurückversetzt. Das ist heute nicht mehr so sehr realistisch. Drittes Beispiel, Fürst-Friede-Kaserne in München. Da rede ich mit Christian Ude und sage, hör mal, das wäre doch ganz gut, wenn wir in einer sehr attraktiven Innenstadtlage bestimmte Sachen freiziehen. Wir nutzen die anders und besser. Er hatte ein Problem, ostdeutsche junge Leute, die als Lehrlinge in Betrieben in München eine Unterkunft gebraucht haben und so weiter und so weiter. War städtebaulich hochinteressant. Dann hat der Christian Ude, der ist ja ein charmanter Mensch, jedenfalls meistens, ich soll mir über die Bedingungen der kommunalen Planungshoheit keine Illusionen machen. Damit hatte er mir durch die Blume mitgeteilt, wenn da was abfällt, kriege ich das. Du kriegst nichts. So war es dann auch. So war es dann auch. Und damit wir nicht nur bei solchen Beispielen bleiben, ich habe mal mit einem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bahn AG über die Frage geredet, was ist denn mit der Neubaustrecke zwischen Frankfurt und Köln? Da ging es um das Thema allerlei Bedenken, Elektrosmog, Lärm, zu viele Tunnel, Zerstörung der Landschaft, ich weiß nicht, was alles noch. Und ich habe dann mit Herrn Dürr geredet und habe gesagt, pass auf, also ich möchte gerne einen Haltepunkt in Montabaur. Dürr hat gesagt, kommt überhaupt nicht in Frage, wir haben uns dann verständigt, wir testen das 5 Jahre lang und dann können die sich aus der Verpflichtung wieder befreien. Die Bahn ist heute glücklich, dass sie diesen Bahnhof hat, es ist einer der profitabelsten in ganz Deutschland. Und die Entwicklung in diesem unteren Westerwald, die ist ebenfalls fantastisch, weil sie sind in wenigen Minuten, ungefähr 25 Minuten am Bahnhof, am Flughafen in Frankfurt oder in der Innenstadt. Und genau dasselbe haben sie mit Köln, Bonn und Düsseldorf. Wunderbar. Aber, ich bin sofort fertig, Frau Elis, keine Sorge. Jetzt war die spannende Frage, wie kriegen wir das hin? Und ich habe dann einen Rechtsprofessor gebeten, mit den Bürgerinitiativen zu verhandeln, weil einen raumplanerischen Bescheid, den können Sie erlassen. Dann haben Sie entweder viel Krach bei Gericht oder Sie haben das vorher streitfrei gestellt. Und das gucke ich mir bei manchen Infrastrukturvorhaben heute erstaunt an. So ein großes Hexenwerk ist es nicht. Wenn ich mit Bürgerinitiativen und Bürgerbeteiligten intensiv und vernünftig rede, dann kann ich vieles im Vorfeld klären, was ich hinterher bei Gericht nicht streitig durchfechten muss. Jetzt haben wir schon ganz, ganz viele Themen auf dem Tisch liegen, die natürlich eine Rolle spielen, von der Finanzierung bis hin zur Bürgerbeteiligung. Ich würde es gerne noch mal ein bisschen auseinandernehmen. Also die erste Einstiegsfrage war ja Nachnutzung, wann und wie. Bei mir ist jetzt angekommen, also wenn man eine Idee hat, wir reden jetzt mal nicht von den Standorten, wo einem die Bude eingerannt wird, weil die so attraktiv sind, aber wenn man auch für Standorte, die auf den ersten Blick nicht so attraktiv sind, eine Idee hat, was man daraus machen kann und wie das auch wirtschaftlich funktionieren kann, dann läuft es. Wenn Sie erlauben, eine ganz kurze Bemerkung. Wenn Sie sich mal angucken, ich bleibe mal bei den Bundeswehrliegenschaften, da haben Sie die Guten, die Sie gut verwerten können, Westerland und andere, und weniger Gute. Es war damals der Finanzminister Eichel, der unterstützt vom Bundeskanzler Schröder, eine Idee für sich vereinnahmt hat. Und wir haben gesagt, das Klügste ist doch, wenn wir denen vor Ort ein Angebot machen können, wo wir aus dem Gewinn, der an manchen Stellen zu erzielen ist, die Schwierigkeiten an anderer Stelle mitfinanzieren. Ja? Klassisches Beispiel, 40 Hektar in Köln, da ist dann RTL und ich weiß nicht, was alles draufgebaut worden. Das war ein hochprofitables Geschäft für den Bundesfinanzminister. Ja? Und man hätte einen Teil nehmen können, um an anderer Stelle, wo es deutlich schwieriger ist, eine entsprechende Hilfe zur Verfügung zu stellen.
Aus der Überlegung ist etwas anderes geworden, das heißt, nennt sich heute BIMA. Und da können wir dann lange drüber reden. Ich weiß nicht, ob Herr Geb schon da ist, ja, aber... Ich weiß. Ja? Und auch da kann man gucken, funktioniert das nicht, wie kriegt man das voran? Weil die Überlegung bleibt ja richtig, vollkommen egal, ob der Verteidigungsminister oder der Finanzminister oder irgendjemand anders einen Nutzen davon hat. Im Kern geht es darum, dass ich Nutzungen manchmal aufgeben muss, und dass ich denen, die vor Ort damit sich herumschlagen müssen, so gut wie möglich helfen sollte, dass sie etwas Besseres draus machen können, als das manchmal gelingt. Ja, da hat er recht. Nicht? Ich meine, könnte natürlich auch ein paar andere Minister noch nennen, damit nicht nur die Sozis genannt werden. Aber im Moment ist das der Vorschlag von Peter Ramsauer, der dort sagt, wir wollen einen Fonds haben und wir wollen das, was gut verkauft wird, dort mit reinbringen. Denn auch da haben wir alles, was gleich ist, nicht gleich. Sehen Sie mal, Minister Scharping hat das Beispiel in München genannt. Der Oberbürgermeister hat von der Metropolregion geredet von 5,5 Millionen Einwohnern. Da ist sowas wegzupuffern. Meine kleine Stadt Lütschenburg hat 5.500 Einwohner und da gehen 900 Soldaten weg. Und Bostedt hat 4.500 Einwohner und da gehen 1.900 Soldaten weg. Und dort jemanden hinzubekommen, da bin ich froh, wenn sich dort einer meldet. Und Jürgen Geber und ich, wir haben ja schon darüber gesprochen, deswegen hat die Ministerpräsidentenkonferenz auch einen Beschluss gemacht und gesagt, die BIMA soll nicht die Flächen nur an die Kommunen abgeben, sondern sie soll sie eventuell, wenn es notwendig ist, ans Land abgeben. Und wenn dort ein Privater ist, was mir am liebsten ist, dann soll sie das an den abgeben. Wir freuen uns über jeden, der bei uns fröhlicher Steuerzahler wird und Arbeitsplätze schafft. Und eine Bemerkung, wo ich noch gerne darauf eingehen möchte, weil Herr Scharping was davon sprachte, kann ich das finanzieren? Die Frage stellt sich für uns zu einem großen Teil nicht, weil wir nicht die Möglichkeit haben, dieses zu finanzieren. Und ich weiß nicht, ich glaube, der Oberbürgermeister hat das gesagt, dass vom Bundesverteidigungsminister die Äußerung kam, dass er dort die Strukturfördermittel oder die Konversionsmaßnahmen nicht finanzieren wird. Das sagten, oder Herr Otto sagte das, das sagt ein Minister selbstverständlich nicht aus seinem Haushalt. Das muss man ganz genau sagen. Mir ist es egal, wo das herkommt. Aber die Stadt Lütschenburg, die Stadt, das, der Ort, die, das Dorf Seeth, Bostedt, die haben Kindergärten gebaut, die haben Schulen gebaut. Und wenn dort 40-50% der Kinder von Bundeswehrangehörigen sind und dort eine Entscheidung aus Berlin kommt, dann erwarte ich auch, dass die Hilfe auch aus Berlin dort kommt, weil wir sie vor Ort nicht leisten können. Und deswegen geht es darum, jetzt kommt noch ein zweiter Punkt dazu. Wir haben dort ein Gelände in Kiel, das ist das sogenannte Arsenal, wo die Schiffe repariert werden. Haufen zivile Beschäftigte, die dort sind. Normalerweise, theoretisch, wenn Sie das in Google sehen, in Google Earth sehen, ist das eine spitzenmäßige Ecke, über einen Kilometer Kaillänge und 8-9 Meter Wassertiefe. Wo haben Sie das sonst? Aber das Ding war im letzten Krieg auch schon im Betrieb. Was meinen Sie, was dort an Altlasten liegt? Und wenn Sie dann der Gemeinde sagen, so pass mal auf, Jungs, du könnt das kriegen, das kriegt ihr umsonst, nicht irgendwie. Da ist nichts mehr mit umsonst, da gibt's also dann, da müssen wir auch noch mal drüber reden. Und ich möchte das nicht geschenkt haben, das Ding, weil ich da nicht mit umgehen kann, weil man das gar nicht mehr finanzieren kann. Und Sie sehen, wie unterschiedlich das ist, wie individuell man dort rangehen muss. Was habe ich im Umfeld? Habe ich überhaupt Arbeitsplätze? Habe ich Ideen da? Ich hatte gestern den Insolvenzverwalter vom Port Olpenitz bei mir. Nicht, das ist ein Bundeswehrstandort gewesen, künstlich eingerichtet an der Schleimmündung, wo ein neuer Hafen gebaut wurde, nur für Bundeswehr. Ein Dorf, eine Infrastruktur aufgebaut wurde, nur für die Marine. Da lagen die Schnellboote und irgendwann sind die verlegt worden und dann waren sie in Kiel und jetzt steht der Hafen dort. Da gab es Investoren, die haben natürlich gedacht, eine riesengroße Marina und da will jeder ein Segelboot haben und will dort unbedingt liegen. Und 1000 Ferienhäuser zu verkaufen und dann so ein bisschen, vielleicht ein bisschen schwierig angefasst, ganz gleich. Jetzt ist der Insolvenzverwalter dort. Und das sind so die Dinge, mit denen wir zu tun haben. Wann ist dann der Punkt, wo man auch mal sagen muss oder darf man das gar nicht, das geben wir jetzt einfach der Natur zurück? Wissen Sie, das hilft den Leuten nicht. Alles, was die Bundeswehr hat an Schießplätzen und an Übungsplätzen,
Sie machen ja in Deutschland sofort aus einem Truppenübungsplatz ein Naturschutzgebiet. Ich möchte erst mal sehen, ob wir aus einem Naturschutzgebiet mal einen Truppenübungsplatz machen. Nicht? Das kriegen wir nie hin. Das ist, hat was mit Eutrophie und Enthalpie zu tun. Das ist der Bedarf, Gott sei Dank, auch gering. Ne? Nicht? Ich habe manchmal das Gefühl, das ist so naturwissenschaftlich. Nicht? Sie können aus dem Aquarium können Sie eine Fischsuppe machen, aber aus der Fischsuppe kriegen Sie kein Aquarium mehr hin. Nicht? Jedenfalls nach derzeitigem Stand der Dinge, ja. Und deswegen sage ich mal, hier hat das was mit Menschen zu tun. Und deswegen geht es nicht darum, übergebe ich das der Natur, wo ich ein Depot habe, wo ich dort so 100 Hektar Fläche habe, ist es überhaupt kein Problem, dort Wald zu machen. Und wenn Sie dann mit den Bunkern noch einverstanden sind, dann können die überwuchern und dann können die Archäologen in 1500 Jahren, können die da mal wieder graben, das ist mir egal. Aber erstmal geht es mir um die Menschen, die dort sind, die ihre Heimat haben, Herr Otto, die auch Bundeswehrangehörige haben eine Heimat, auch wenn sie immer versetzt worden sind, aber die dort sind, wo die Kinder in den Schulen sind und wo Strukturen, auch bürgerschaftliche Strukturen entstanden sind. Gucken Sie mal die Gemeindevertretung an, wie viele Bundeswehrangehörige dort sind. Gucken Sie mal die Sportvereine an, wie viele Bundeswehrangehörige dabei sind. Und deswegen geht es darum, Anstrengungen zu finden, Ideen zu finden. Wir haben ja auch Erfahrung. Scharping hat gekürzt und Stoltenberg hat abgebaut und André und Volker Rühe hat abgebaut. Wir haben in Schleswig-Holstein 90.000 Soldaten gehabt. Wir haben jetzt 25.000 und regen uns auf, dass wir jetzt noch mal 10.000 weniger haben. Und nur die Betroffenheit in dem Ort ist riesengroß. Den interessiert das nicht, wie statistisch Schleswig-Holstein dasteht und Rheinland-Pfalz, sondern der sagt, bei mir in Bostedt ist der große Ärger. Und wir sind damit fertig geworden. Schleswig-Holstein ist auch für Dortmund damit fertig geworden. Nach dem Krieg hatten wir 1,5 Millionen Einwohner und 1,6 Millionen Flüchtlinge. Ein ganz Teil ist nach Dortmund gezogen anschließend. Nicht? Deswegen, einen davon besuche ich heute Nachmittag nochmal. Und wir sind mit Herausforderungen fertig geworden. Und mit denen werden wir auch fertig. Ich sage Ihnen mal ein schönes Beispiel. Es gibt einen kleinen Ort, der heißt Bredstedt, nördlich von Husum. Bredstedt hat 5.000 Einwohner. In Bredstedt war die Bundesgrenzschutzschule. Und als die Bundesgrenzschutzschule aufgelöst wurde und alle Strukturen, alles hat sich auf Bundesgrenzschutz dort konzentriert, da war jeder Bredstedter auf den Barrikaden, auf der Straße, hat demonstriert. Ich habe Prügel gekriegt dort. Cornelie Sonntag war damals in der Opposition, die hatte das gut, die konnte sagen, das ist alles eine Sauerei und ich musste das alles mit verteidigen. Heute sagt der Bürgermeister, komm mir nicht wieder mit Arbeitsplätzen, die von politischer Entscheidung abhängig sind. Dort ist auf dem ganzen Platz mittelständische Betriebe das einzige Flugzeugwerk, was wir in Schleswig-Holstein haben. Man höre und staune, liegt dort, da wird so ein Zweisitzer, so ein kleiner Motorflieger gebaut, ist dort auf dem Platz. Also weil es gelungen ist, da was Neues zu investieren, was Neues aufzubauen, da sind Arbeitsplätze geschaffen worden. Die Leute kriegen Steuern in den Gemeinden. Die können ihre Schule, die sie damals gebaut haben, und den Kindergarten, den sie gebaut haben, auch die Leute von der Bundeswehr, die werden ja nicht erschlagen. Nicht, denn sie sind ja noch da, sie werden wohnen bleiben zu einem großen Teil, aber es geht um Arbeitsplätze. Es geht um Arbeitsplätze, es geht um Steuereinnahmen und viele andere Dinge. Es geht um Investitionen und das müssen wir in Gang setzen. Und da müssen wir viel mehr die Chancen sehen, als das Risiko, was wir im Moment dort haben. Herr Schapping, das klingt so danach, wenn man jetzt sozusagen sich genug Mühe gibt, wenn man sich lange genug Gedanken macht und wenn man vor allen Dingen genügend Leidenschaft hat, dann gelingt das, trotz Strukturwandel was Neues entstehen zu lassen. Ist das in der Tat so? Es ist jedenfalls an vielen Stellen der Republik so. Und wenn die Rahmenbedingungen vernünftig sind und die lokale Initiative, so wie Peter Harry Carstens das gerade geschildert hat, dann kann daraus was werden. Das ist aber nicht überall so. Nee? Natürlich, wenn Sie einen Flugplatz wie Hahn umwandeln, dann haben Sie Vorteile. Nähe zu Frankfurt und einiges mehr, Nachtfluggenehmigung, 3,8 Kilometer Landebahn und lauter solche Sachen. So, das geht. Das sind jetzt viel mehr Arbeitsplätze, als vorher bei den Amerikanern waren. Wenn Sie in Altenburg sind, ich glaube in Thüringen, da können Sie auch sagen, das ist ein alter Flughafen, wir versuchen es jetzt mal, oder in Laar bei Karlsruhe oder sonst irgendwo. Da haben Sie sehr unterschiedliche Bedingungen, das funktioniert mal und es funktioniert mal nicht. Der andere Punkt, zurückgeben an die Natur. Also glücklicherweise ist ja der Bedarf an Truppenübungsplätzen geringer als in früheren Zeiten. Das ist ja schon mal ganz gut. Aber natürlich können Sie was machen. Sie können das für regenerative Energien nutzen. Nicht nur Solarenergie, auch andere.
Und insofern gibt es schon viele Möglichkeiten. Trotzdem ist es ein Gebot der Ehrlichkeit zu sagen, es gibt Gebiete, da machen Sie gar nichts mehr, da machen Sie zu und Schluss. Das ist, gehört genauso dazu. Und man kann nicht, also Verteidigungspolitik, wir diskutieren jetzt quasi Konversionsfragen, im Schwerpunkt ist es vielleicht auch naheliegend, aber wie auch immer, jedenfalls eine nationale Aufgabe wie die Sicherheit des Landes und den Schutz der Bürger, ihrer Freiheit, ihrer Gesundheit, können Sie nicht von lokalen Umständen abhängig machen. Sie können auf lokale Umstände Rücksicht nehmen. Sie können versuchen, das möglichst klug miteinander zu verknüpfen. Aber Sie können nicht sagen, die Bundeswehr ist dazu da, Strukturpolitik zu machen. Sie ist dazu da, in der Gesellschaft verankert zu sein, aber sie ist nicht dazu da, Strukturpolitik zu machen. Das muss der Wirtschaftsminister, der Verkehrsminister, der Finanzminister, das müssen andere leisten. Nächster Punkt, auf den ich gerne eingehen möchte, Nachnutzung, das hat auch was mit Identität zu tun. Das haben wir schon gerade in dem kleinen Vortrag gehört. Andererseits, wenn ein Strukturwandel stattfindet, geht es oft darum, sich ein neues Image zu geben. Also eben nicht mehr die Kohlestadt zu sein, sondern eben Wissenschaftsstadt. Wie findet man da das richtige Maß? Also Identität noch zu behalten als Wurzel oder als Wurzel, aus der noch was blüht, und andererseits neue Images zu finden, die die Region, den Ort interessant machen. Zunächst mal würde ich sagen, wie langfristig, oder die Frage stellen, wie langfristig ist denn Politik angelegt? Naja, meistens von Legislaturperiode zu Legislaturperiode. Also Herr Schabing, das ist nicht die Frage. Ich glaube, die Frage ist vielmehr, wir sind im Moment so ein bisschen traumatisiert durch die Entscheidung Bundeswehr. Wir haben doch ganz andere Strukturveränderungen, die viel längerfristiger sind, die schon da sind, wo wir mal langsam den Kopf aus dem Sand nehmen müssten, um die zu sehen. Demografische Entwicklung. Das meinte ich. Genau das meinte ich. Da müssen wir doch hin. Herr Carsten, ein Beispiel. Wir sind hier im Ruhrgebiet. Sorry, aber die Bundesregierung verfolgt eine Klimapolitik mit CO2-Zielen, die sie schematisch auf Branchen umlegt. Wissen Sie, wozu das führen wird? Das wird dazu führen, dass ab dem nächsten oder übernächsten Jahr die deutsche Stahlindustrie beginnt zu deinvestieren. Das wird dazu führen, dass wir in relativ kurzer Zeit eine Stahlproduktion in Deutschland von ca. 42 Millionen Tonnen Rohstahl runterfahren auf rund 15 Millionen Tonnen. Das hat mit Industrieanlagen zu tun, das hat mit Arbeitsplätzen zu tun, und zwar nicht nur in der Automobilindustrie, das wird auch bei Windrädern entsprechend bemerkbar werden und so weiter und so weiter. Ich will nur darauf aufmerksam machen, wenn wir über Nachnutzung reden, dann reden wir ja nicht nur über Bundeswehrstandorte, wir reden auch über frühere Industrieflächen. Wie gehen wir damit um? Das hier ist so ein Beispiel. Mhm. Wir reden über viele andere Punkte. Und meine Frage ist schon, sind wir offen und klar genug in der Beschreibung von Konsequenzen, die zum Beispiel aus der Energiepolitik oder aus der Klimaschutzpolitik sich für den Standort Bundesrepublik Deutschland, seine Arbeitsplätze, seine Industrieflächen und so weiter ergeben? Da mache ich zunächst mal ein Fragezeichen. Ja. Also das ist wahrscheinlich durchaus ein bisschen in Frage zu stellen, ob man sich klar genug ist über die Konsequenzen. Lassen wir jetzt mal so ein bisschen außen vor. Ich würde gerne noch mal zurückkommen. Sie haben berechtigterweise das Stichwort Demografie gebracht. Genau, das ist auch ein Punkt, der dazu führt, dass Regionen leerer werden und Kinder, die nicht geboren worden sind, die können wir auch nicht irgendwie herzaubern. Also noch mal die Frage, Identität und neue Images finden. Wann kann das gelingen und wann wird es auch albern? Also es gibt ja auch Versuche, sich ein Image anzukleben, die dann gescheitert sind oder lächerlich sind. Ja, das ist richtig. Wenn dort, ich sag mal, Ideen ganz von außen reinkommen, die Menschen auch nicht akzeptieren, wo sie mit spitzen Zähnen oder mit ganz schwierig dort rangehen. Ja, ich glaube, bei uns sind ja Images gewachsen. Dass ich in einem Land wie Schleswig-Holstein, das Land zwischen den Meeren, in manchen Ecken den Tourismus selbstverständlich als Stärke weiterhin stärken kann, ist ohne Schwierigkeit. Nicht, wir haben die Probleme, ich nehme noch mal das Beispiel Sylt. Sylt hat 22.000 Einwohner und 6,5 Millionen Übernachtungen. Nicht, das Problem auf Sylt ist, wenn dort mal einer eine Genehmigung für eine Garage kriegt, die erste Investition sind Gardinen in der Garage, meine Damen und Herren. Ist ja interessant. Ja, klar, selbstverständlich, die leben davon, das wollen wir ja auch. Wir wollen doch, dass die Steuern zahlen. Die wollen doch daran. Und ich sagte vorhin, habe ich das Wort gesagt, den Kopf aus dem Sand nehmen. Wir haben ja einige Dinge, die wir sehen, demografische Entwicklung. Wenn ich mein Land Schleswig-Holstein in der Mitte ohne Bundeswehr, ohne die Diskussion sehe, guck mal um Rendsburg herum, da weiß ich genau im Jahr 2025, das ist ja nicht mehr so lange hin, habe ich dort 25% weniger junge Leute unter 20 Jahren, aber 68% mehr Leute über 70 Jahren.
Und das ist keine Prognose oder irgendwie sowas an Ratespiel. Die Leute mit über 70 Jahren, die kennen wir alle. Wir wissen nur nicht, wer bis dahin gestorben ist. Aber die kennen wir alle, die stehen im Telefonbuch und wir wissen, dass das so kommt. Und ich habe kürzlich auf Sylt eine Diskussion gehabt, weil ich dort Schreiben kriegte, wir machen auf Sylt eine Grundschule zu, vielleicht auch zwei. Und die haben geschrieben, hunderte von Briefen und gesagt, das ist ja wohl eine Sauerei, ihr müsst mehr für Schulen und Bildung tun und könnt da dann die Grundschule zumachen. Dann bin ich auf Sylt gewesen, habe eine Bürgerbefragung oder eine Bürgersprechstunde oder einen Bürgerabend gemacht und dann stellten die noch nicht mal die Frage und dann habe ich denen die Antwort gegeben, ohne dass ich gefragt wurde und habe gesagt, ihr habt hier 7 Grundschulen. Nee, haben die gesagt, wir haben nur 5. Ich sage, pass mal auf, 5 und eine Nebenstelle und eine dänische sind 7. Jawohl. Wisst ihr, wie viele Geburten ihr habt? 2010? Wusste kein Mensch. Da habe ich gesagt, 88. Und jetzt dürft ihr euch wünschen, wie viele Grundschulen möchtet ihr für 88 Kinder haben? Keine weiteres Schreiben gekommen. Und daran sehen Sie, dass die Probleme da sind, ohne Bundeswehr. Und wir uns darauf einstellen müssen. Und Lehrlingsausbildung. Wir haben im Moment ein Überangebot an Lehrstellen inzwischen, weil wir gar nicht mehr so viele Lehrlinge haben. Wir haben wir brauchen Facharbeiter. Das heißt, wir müssen, um den Strukturwandel in diesen Städten, in diesen Orten, in diesen Regionen dort zu bewerkstelligen, müssen wir dafür sorgen, dass wir weiter Ausbildung machen. Wir müssen uns genau über diese Zahlen und über die Entwicklung im Klaren sein. Und das sind jetzt im Moment natürlich eine sehr abrupte Entwicklung, wenn Bundeswehr dort weggeht. Aber wir müssen darauf gefasst sein, dass wir einen Strukturwandel und Veränderung unserer Städte, unserer Gemeinden, unserer Orte, unserer ländlichen Regionen laufend haben. Auch aus politischen Entscheidungen heraus. Nicht, dass Schleswig-Holstein ein Land ist, wo über 50% inzwischen regenerativ vom eigenen Bedarf an Strom erzeugt wird, liegt daran, weil wir Wind haben. Mhm. Und müssen wir jetzt nur noch transportieren. Aber das muss transportiert werden. Genau das ist der Punkt. Und da müssen wir müssen diese Verflechtungen an Strukturen wieder hinbekommen und viel besser sehen und nicht nur so eine Spotlights, wir machen dort die Lampe an und sagen, da gehen so 1000 Soldaten weg und jetzt haben wir da ein Problem. Nein, wir haben in dem ganzen Umfeld ein Problem und dieses müssen wir auch gemeinsam lösen. Und das alles diskutieren wir? Das alles diskutieren wir in Dortmund, der Herzkammer des Ruhrgebiets, das als gelungenes Beispiel für Strukturwandel und neue Nutzung ein anderes Jahr durchaus Furore macht. Ich bin fast jeden Monat in China und habe da mit vielen Unternehmen, deutschen Unternehmen und ihren Interessen in China und umgekehrt zu tun. Und ich sehe nur eins, also dass beispielsweise da ein ganzes Heft in der führenden chinesischen Airline gemacht wird, um das Ruhrgebiet als Strukturwandel, als gelungenen Strukturwandel darzustellen. Das ist ein Hinweis. Das dann auch noch mit dem Export der Demokratievorstellungen einhergeht, ist es ja dann gut, weil in China wird ja anders gebaut als bei uns. Da wird ja dann einfach was platt gemacht. Ja, das ist erstens leider richtig und zweitens glaube ich nicht, dass man mit dieser Art weiterkommt. Ich wollte auf einen anderen Punkt hinaus, nämlich, dass wir durchaus auch mal überlegen könnten, ob die Erfahrungen, die wir hier machen mit einer sich wandelnden Industriegesellschaft, einschließlich der demografischen Herausforderung, ob das nicht auch etwas ist, was man im internationalen Bereich noch besser zur Geltung bringen könnte. Gut, ich denke schon. Also Exposure, ich würde gerne noch mal zurückkommen, aber zu dem Thema, was wir hier haben, Nachnutzung, Zukunftsinvestitionen oder Milliardengräber, damit sind wir bei dem wichtigen Thema Finanzen. Es wurde ja auch schon angesprochen, Sie mit Ihrer Firma sind engagiert, Private-Public Partnership, also wie kann eine Finanzierung bei leeren Kassen gelingen? Wie kann man da sozusagen auch privates Geld gut integrieren? Was haben Sie da so für Erfahrungen oder Ratschläge? Also ganz, ganz kurz gesagt, wenn Sie das als eine besonders raffinierte Methode der Finanzierung betrachten in Zeiten knapper Kassen, dann lass es besser gleich bleiben. Das bringt überhaupt nichts. Der Kommunalkredit ist als reiner Kredit unschlagbar. Wenn Sie das begreifen als ich führe Dinge zusammen, die sonst nicht zusammengeführt werden, dann macht das sehr viel Sinn. Ich hatte einen Finanzstaatssekretär, der hieß Sarrazin, und mit dem habe ich lange die Frage diskutiert, wieso eigentlich bauen wir neue Finanzämter und machen da unten nicht Läden rein oder Arztpraxen?
Warum kann ich nicht mehr so nett Wohnungen auf dem Finanzamt draufbauen und so weiter und so weiter? Gemischte Nutzungen, die die öffentliche Hand alleine für sich nicht anstoßen kann oder anstoßen will. Dasselbe haben Sie, wenn Sie an Freizeiteinrichtungen denken, jetzt an Schwimmbäder oder irgendetwas sonst. Sie können mit privater Initiative Nutzungen ermöglichen, die Sie als öffentliche Hand entweder nicht ermöglichen können oder aus gesetzlichen Gründen gar nicht ermöglichen dürfen. Da lohnt sich dann ein Blick in die Gemeindewirtschaftsgesetze der verschiedenen Bundesländer. So, Carstensen hat eben ein wunderbares Beispiel genannt, wo aus einer Stadt Bundeswehr rausgegangen ist und die kommunale Initiative dafür gesorgt hat, dass sich da etwas gedreht hat. Und ich finde das einen sehr spannenden Punkt, weil ohne dieses Zusammenwirken aus kommunaler Initiative, wenn Sie so wollen, auch Führungskraft und dem, was mit privatem Geld, privater Fantasie, privatem unternehmerischen Tun erreicht werden kann, wenn Sie das nicht zusammenbringen, dann lassen Sie es besser gleich bleiben, weil dann funktioniert es sowieso nicht. Ja, da hat er recht. Das ist schon richtig. Führungskraft heißt, dass auch mal entschieden werden muss. Und einige, ich habe vorhin, wurde ich gefragt, ob wir die Beteiligungsstrukturen, ja, wissen Sie, das ist unser Problem bei manchen Bürgerbeteiligungen und bei Dialogforen und ähnlichen Geschichten, die wir bei großen Maßnahmen ja einrichten, ist, dass im Grunde genommen überall mitgeredet worden ist. Bloß diejenigen, die jetzt bauen sollen und diejenigen, die mitgeredet haben, sind inzwischen schon wieder 10 Jahre auseinander. Nicht? Und wir müssen, wenn wir nicht schneller entscheiden, werden wir uns wundern, dass also der Dialog, der notwendig ist und die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger überhaupt nichts mit der Maßnahme mehr zu tun hat, die jetzt im Moment gemacht hat. Eines der Probleme in Stuttgart 21. Wir haben ein Dialogforum eingerichtet für Fehmarn-Belt-Querung. Nicht, um zu entscheiden, ob wir das machen oder nicht. Die Frage wird dort nicht entschieden. Aber den Sachverstand von Bürgerinnen und Bürgern mit reinzunehmen, Betroffenheit auch mal zu zeigen und von uns zu erwarten, von der Seite der Entscheider zu erwarten, dass die auch offen sind und öffentlich sind und auf den Tisch legen, was dort los ist. Die Leute merken das. Und ich glaube, und das nicht ist mit fertigen Lösungen kommen und sagen, ja, fertigen Lösungen schon vorstellen, das ist schon unsere Aufgabe, dass wir auch Lösungen auf den Tisch legen. Wir können nicht warten, dass alle Lösungen von den Bürgerinnen und Bürgern kommen. Aber wir wundern uns manchmal, wenn wir übers Internet oder wie auch immer eine Beteiligung dort mit einfordern, wie viele gute Ideen dort kommen. Es ist nicht alles Unsinn, was dort ist. Und die Menge bringt schon einen Haufen gute Ideen. Wenn Sie bei der Bertelsmann Stiftung mal dort in die Internetseiten reingucken, dann werden Sie sich wundern, wie viele gute Ideen dort mit reinkommen. Und deswegen sage ich mal, hier, der Oberbürgermeister hier in Dortmund hat ja einen Riesenstab. Der hat ja tausende von Beschäftigten und ähnlichen Dingen. Das haben wir in den kleinen Städten nicht. Aber nicht? Das Gesicht verfinstert sich. Aber natürlich hat er die Profis bei sich rundherum. Das haben wir woanders nicht. Und deswegen ist es notwendig, dass wir Ideen dort mit aufnehmen. Und dann passiert nämlich nicht das, was wir kommen mit irgendwelchen exotischen Ideen, die von den Leuten auch nicht akzeptiert werden, weil sie sagen, Leute, das passt hier gar nicht hin. Wissen Sie, ich habe vorhin ein paar Mal den Ort Lütschenburg genannt. Wo sind denn Leute, die das wissen, wo das ist? Hey, da kommt, ja. Hey, sagenhaft, mein Sie lieber Sie haben Freund. Ihre Fans mitgebracht. Ja, nee, das sind alles Norddeutsche, das ist, man merkt das. Und bloß, da ist nicht viel mehr. Das Ganze in der Nähe ist Panker. Panker, da hat Moritz Prinz von Hessen die Trakehner nach dem Krieg mit hingebracht. Und, aber viel was anderes ist dort nicht. Und jetzt werden Sie, da brauchen Sie Ideen, um dort eine Strukturwandel und Veränderung dort mit reinzukriegen. Hier bei 5,5 Millionen Einwohner im Gebiet, wo Forschung sich ansiedeln kann, fangen Sie da mal an und sagen, Sie wollen ein Leibniz-Institut nach Lützenburg hinhaben. Das ist nicht so ganz einfach. Mhm. Nicht? Und solche Kristallisationspunkte. Aber wir brauchen kleine Kristallisationspunkte dorthin. Ja. Und da sind die Ideen gefragt. Und nicht nur die Ideen von Leuten, die hier am Schreibtisch sitzen, sondern von Ideen von den Leuten, die jeden Tag draußen sind und auf dem Markt stand und mit den Leuten und rundherum auch reden. Letzte Frage, wir sind schon auf Gelb. Ist mir aber auch wichtig, der Punkt, man hat immer viele schöne, gute Ideen, aber es gibt auch Ideen, die sich als falsch herausstellen. Wie einfach oder schwer ist es auch mal zu sagen, so, das haben wir zwar schön geplant, das haben wir uns schön gedacht, aber hier haben wir uns geirrt und das beenden wir oder führt man das dann lieber noch ein Stückchen weiter und fährt es richtig in den Sand? Also da sage ich Ihnen mal ein Beispiel. Der letzte Chef der Bundesgrenzschutzschule in Breedstedt, die ich ja gerade eben schon genannt habe, der kam aus Bayern, der hieß Nitz. Und Nitz hat mir gesagt, das erste plattdeutsche Wort, was er kennengelernt hat, war Toschuss.
Und diese Frage darf nicht immer gestellt werden. Wie war das? Torschuss? Torschuss. Können Sie kein Plattdeutsch? Nein. Ja, Torschuss heißt Zuschuss. Aha. Wo gibt es eine Förderung? Das ist immer die erste Frage. Torschuss. Und wenn wir anfangen mit der Lösung des Problems, wo es zuerst eine Förderung gibt, dann sind wir schon falsch. Weil die Qualität der Probleme und die Qualität der Maßnahmen hat nichts mit Förderung zu tun, sondern hat was mit Identität, hat mit Verzahnung zu tun und hat etwas mit Reinpassen zu tun. Und deswegen ist das die Frage, die erst als zweites oder als drittes gestellt werden kann. Mhm. Und der Fehler ist häufig gemacht worden. Da, lass uns das mal machen im Osten nach der Wende, die großen Kläranlagen. Wie viel Förderung kriegen wir? Lass uns mal eine Kläranlage bauen, dort in Vorpommern, wo, was weiß ich, für 2 Millionen Einwohner. Wir wollen uns mal vergrößern von 2000 dahin. Und das sind natürlich unsinnige Dinge, die gemacht wurden. Ich glaube, das ist einer der größten Strukturfehler, den wir machen können, immer zuerst nach Förderung zu schielen, sondern die Ideen müssen gut sein. Okay. Schlusswort an Sie, Herr Scharping. Sie können ja, Sie sind ja noch aktiver Ministerpräsident, Sie können ja noch was anderes machen. Sie können ja Ihre Zuschüsse an klaren Kriterien ausrichten. Ich erinnere mich einer Diskussion mit Kommunalpolitikern in Rheinland-Pfalz am Beginn der 90er Jahre. Da haben wir gesagt, wir werden die Finanzierung von Kindertagesstätten und Kindergärten umstellen. Es gibt einen pauschalierten Zuschuss. Wir gucken nicht mehr auf eure Finanzkraft und auch nicht auf die Finanzkraft der Träger. Es gibt einen pauschalierten Zuschuss pro Kindergartengruppe. Und ihr müsst nur noch einen einzigen Nachweis führen, nämlich dass ihr für mindestens 90% der Kinder einen Platz habt. Vorher werden wir euch nämlich keine Beleuchtung auf dem Sportplatz, keine Renovierung der Friedhofsmauer und auch sonst nichts mehr aus dem kommunalen Investitionsstock bezuschussen. Das hat jetzt Priorität. Und das hat dazu geführt, dass im Lande Rheinland-Pfalz heute, jedenfalls in den westdeutschen Ländern, dass in der Versorgung der kleinen Kinder ein einsamer Spitzenplatz ist. Wenn wir immer über Demografie reden, meistens ja in Versammlungen, von denen wir ganz genau wissen, dass wir gegen den Missstand jedenfalls während der Versammlung und vermutlich danach nichts tun werden. Wenn wir schon immer von Demografie reden, dann finde ich, sollten wir uns auch mal die Frage stellen, organisieren wir uns denn so, dass das, was wir an Mitteln und Möglichkeiten bereitstellen, den reklamierten gesellschaftlichen, sozialen oder wirtschaftlichen Zielen gerecht wird oder nicht. Sie haben recht, nicht immer nur nach dem Zuschuss fragen, schon gar nicht die Entscheidung danach anrichten. Dann kommen dann diese beleuchteten Schafweiden, die sich in Ostdeutschland Gewerbegebiete nennen. Ich mache jetzt nicht weiter, weil die Zeit ist rum, ja, aber mir würde was dazu einfallen. Prima. Ich komme ja aus Leipzig. Sie kommen aus Leipzig, mhm. Da gibt es auch einen Bahnhof, ja. Das lassen wir jetzt mal. Genau. Ich wollte nur deutlich machen, da kommen wir wieder auf die Führung und auf die klaren Maßstäbe zurück. Wenn es das nicht gibt, dann können Sie Leute übrigens auch nicht überzeugen. Wenn alles gleich wichtig ist, ist nichts wichtig. Mhm. Darf ich einen Satz? Ich würde, noch ist gelb. Noch ist gelb. Hab ich das, da habe ich die ganze Zeit wahrscheinlich hingeguckt. 3 Sekunden. Ja, nee, das, aber ich kriege das noch hin. Wissen Sie, wir haben die Unterstützung von Maßnahmen im ländlichen Raum bei uns umgestellt. In dem Sinne, wie ich das vorhin gesagt habe, mehr Beteiligung von unten. Wir haben sogenannte Aktivregionen eingerichtet. 21 an der Zahl in Schleswig-Holstein. Da schließen sich Firmen, Private, Vereine, Bauernverband, Landfrauen, Turnverein, Kirche, was weiß ich alles, zusammen und setzen sich hin in einem Beirat und sagen, wie können wir unsere Region entwickeln? Und wir sagen, pass mal auf, das Geld, was wir von der EU kriegen und was wir aufstocken mit unseren Landesmitteln, das stellen wir euch zur Verfügung. Aber wir wissen genau, dort in Nordfriesland, die Vorschläge müssen völlig andere sein als im Kreis Herzogtum Lauenburg. Ihr sollt die Vorschläge machen. Ihr müsst wissen, was ihr dort guckt. Und dann machen wir sogenannte Leuchtturmprojekte, die übers Land leuchten sollen. So, jetzt ist rot. Genau. Und das müssen die selbst auch entscheiden. Ich finde, das ist ein Ansatz, der vernünftig ist. Man weiß vor Ort besser, was zu tun ist, als in der Landeshauptstadt oder vielleicht sogar in Berlin. Und ich glaube, wenn wir das hinkriegen, wenn wir dann einbinden, Private, wenn wir das Land einbinden, wenn wir die Kommunen einbinden. Kollege, wenn rot leuchtet, ist für Schwarz vorbei. Ja. Aber Sie haben ja gemerkt, Herr Scharping, dass das Leuchten, die Zeit, wo rot leuchtet, sehr kurz ist. Das hängt. Na? Unter anderem deshalb, weil Schwarz ist ja keine Farbe und kann nicht strahlen, aber lassen wir es.
Also ich darf mich ganz herzlich für dieses muntere Gespräch bedanken, auch dass die kleinen politischen Zänkereien nur am Schluss ganz kurz aufgeblitzt sind. Herzlichen Dank auch für die Nachhilfe in Plattdeutsch, Tutschus, oder wie war das? Plattdeutsch. Tuschus, wir müssen jetzt Schluss machen, weil es gibt eine Pressekonferenz und dann auch die Kaffeepause. Herzlichen Dank.